Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Divinity Original Sin The Enhanced Edition. Auch heute wieder mit mir dabei, der liebe Chris. Hi. So, wir sind auf dem Weg zu Brakkos Rex. Hoffe ich mal. Ich habe hier zwei Truhen gefunden. Ja, dann... Oh. Ah, die sind... Keine einzige Falle. Boah, yo, Schlossstufe 99. Ich wage es zu bezweifeln, dass ich die geöffnet kriege, so einfach. Haben wir irgendwo Schlüssel oder sowas gefunden? Wo ist noch eine Truhe, hast du gemeint? Hier unten ist noch eine. Also da ist eine, die hat Schlossstufen... Ja, die hat 99. Ja, ja. Da oben die? Auch wahrscheinlich das gleiche. Achso, nee, wo hier oben? Ah, da. Die hat auch 99, also, jo. Die kriege ich eher nicht auf. Dafür bräuchte man den Zauber vielleicht. Sollen wir sie kaputt schlagen? Puh, kannst du gerne mal versuchen, aber die sind ziemlich... Ja, ah, super. Ja, das dauert auch wahrscheinlich. Du kriegst irgendwie die ganzen Fallen. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Falle auf. Level 20, die hat 54.400 Lebenspunkte. Also ich wollte die nächsten Folgen was anderes machen. Folge 100. Gleich haben wir sie. Ja, ja, ja. So. Geht's mal weiter. Aha. Graveyard Madman. Friedhofswahnsinniger. Sympathie minus 15. Wir können aber zuhören. Haha, wie ich sehe, habe ich Gesellschaft bekommen. Und das zu einem vorzüglichen Augenblick. Ich will gerade ein kleines Experiment durchführen und wenn ihr an Magie und Wissenschaft interessiert seid, würde mir gefallen, an dem Experiment teilzunehmen. Abendessen hat zu platzen, aber sie... Aha. Okay. Aha. Warum wollen wir das hier machen? Weil er wahnsinnig ist. Ich glaube, da geht irgendwas schief, mit sicher. Nee, wir haben da keine Wahl. Genau. Ist ja ein Wahnsinniger schließlich. Okay, und jetzt? Wo sind die Gegner? Ah, jetzt. Oh. Oh, scheiße, ich bin tot. Oh. Oh, ich bin sowas von tot. Schlecht? schlecht? Ich bin komplett unsingelt hier mit Es ist gerade. Ich habe keinen Fernangriff hier. Uah, fuck. Wolfgriff hat keinen Fernangriff. War schlecht. Ich bräuchte jetzt. Warte. Schriftrolle, Wiederbelebung, Schattenschlag, Beschleunigung, Zerreißen. Ich könnte schwören, dass ich auch irgendwie was hier mal was von Wurfdolch gelesen hatte. Dann machen wir es halt so. Erstmal machen wir hier den Effekt. Dann beschleunige ich mich. Dann mache ich den Schattengang. Und dann gehe ich mal dahin. So. Caroline, du kannst noch weglaufen. Weißt du, was ich mache? Ja? Dich umbringen. Hui! Ich habe nicht gedacht, dass das passiert. Oh, scheiße. Alter, Junge. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich lasse es mal regnen. Weil dann... Ah, dann Zündschnurren vielleicht ausgehen. Ja! Jo. Ach. Kannst du mich wiederbeleben auch noch? Ja, Moment. Nicht genügend Aktionspunkte. Ah, schade. Okay. Deswegen, weil ich hab mich gefragt, warum du... Ja, egal. Das hatten wir doch schon mal gehabt, dass da halt eben dann alles ausgeht bei denen. Die explodieren aber halt trotzdem. Ich will explodieren, ich will explodieren! So.
So. Der Verrückte ist jetzt Feuer, ne? Der ja, das ist dieser Feuerelementarschild-Kram. So. Ich würde jetzt versuchen. Okay, da hinten die. So, okay, Wolfcraft. Wenn könntest du Berdotre, weil Fernkampf hier wahrscheinlich am besten ist. So, einmal. Wie viele brauche ich dafür? Ich brauche 6, habe aber jetzt nur noch 3. Dann würde ich jetzt mal gerne noch einen Heiltrank nehmen. Und dann gehe ich mir noch eins weg. So. Ist sie wieder tot? Ne, noch nicht. Okay. Nee, noch nicht. Aber dann gehe ich mal hin. So, einmal. Und dann würde ich mal sagen. Ach, Scheibe. Nee, jetzt, oder? Okay. Feuer frei. So. Schön. Ja. Und los. Ja. So. Also das heißt, wenn wir die treffen, explodieren die trotzdem, ne? Ja. Hat was von dem einen Gegner in Borderlands 2, ne? Schieß mir ins Gesicht! Los, schieß mir ins Gesicht! Ich will explodieren! Ich will explodieren! Oh, leck. Hat so ein bisschen was davon, ne? So, Wolfcraft. Lauf weg von denen, weil dann schieße ich gleich ein Feuer. Genau. Feuer auf die. Mach ich auch. Okay. Ach, shit. Ja, genau, den Tipp. Ja, das ist kein so, Spiel. Und jetzt kannst du mal auf die schießen. Mal gucken. Brauch 4, wenn ich vielleicht noch 3 AP weggehe. Ja. Wow, und dann. Los. Komm schon. Krieg ich noch da? Sehr schön. Nein, 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 tust du nicht. Ja. Müsstest jetzt nämlich gleich nochmal. So, wie mache ich denn das jetzt am besten? Problem ist, nachdem du wegläufst, weg. Sind die alle dran, ne? Ja, ja. So. Mist, geht nur auf einen. Schade. Hab gehofft, dass die so nah stehen, dass die explodieren und dann. Ja, ja. Aber ich mache halt keinen Area Damage damit. Das ändern wir gleich. Ich habe den Feuerball ja noch. Ja. Boah. Aber die sind halt zum Glück so ziemlich mies, dass sie halt. Eins, zwei, drei. Wenn die jetzt nicht alle so dicht an der dran, hätte ich sie jetzt wegpusten können. Ja, so. Na, Mist. Ja, du hast aber noch 2 bei dir. Mach die mal weg zuerst. Sehr schön. So. Gut, das ist jetzt das geringste Problem. Das ist kein Problem. Ich habe doch hier irgendwo den Feuerball gehabt. Da sind die ganzen Feuerball-Sachen. So, ich brauche dafür noch 7. Ernsthaft? 7 AP? Jo. Das sind genauso viel, wie ich habe. Da kannst du dich nicht bewegen.
Artig. Das heißt, bleib einfach stehen. Weil weg kommst du sowieso nicht. Weil sobald du fertig bist, sind die anderen dran. Dann wiederbelebt mich gleich wieder. Oh, leck. Was? Ah, stimmt's. Die Haupthelden sind tot. Nee. Doch. Ach, scheiße, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Mist. Das kommt davon, wenn man die Gameplay-Mechanik vergisst. Bis gleich. Ja, machen wir jetzt mal halt Spiel laden. Aber da gab es ja einen Autosave-Punkt zum Glück. Genau, so weit zurück sind wir jetzt, glaube ich. Ja. So, aber warum bist du denn aus dem Spiel raus? Hättest du es gar nicht gebraucht. Hat gesagt, ich muss zum Main-Menu. Ach so, ich hätte nämlich laden können. Das habe ich jetzt auch gemacht. So, jetzt verbinde ich nochmal. Genau, mach das gerade. In der Zeit mache ich diesen einen Hundi hier. Also hier hatte ich was rausgeholt. Genau. Und zwar, was war denn das überhaupt? Ein grober Sarok. Okay, hier war noch ein Gegner. Die EP will ich gerne mithaben. Genau. Ja, das hat so ein bisschen was von einem Déjà-vu, ne? Ja. Und zack, zack. Und nochmal. Sehr gut. Dann gehst du nochmal einen Schritt weg. Und noch einen Schritt weg. Du bist genau reingelaufen. Ey, komm, überspring grad. Wenn Baldurina dran ist, ist er weg. Okay. So, und... Oh, doch nicht. Hätte ich doch schlagen sollen. Warte. Nee, passt schon. So, weg. Erledigt. Der gibt 1500. Ist natürlich auch nicht schlecht. Da dort drin nochmal an mich ranhängen. Achso, ja, muss ich ja noch genau Charaktere zuweisen. Klack. Fertig. So, dann geht's hier jetzt weiter. Woolcraft hat wieder was entdeckt. Dann buddeln wir das aus. Ich weiß nämlich noch, dass das andere eine Falle war, die mich vorhin das Leben gekostet hat. So, hier haben wir die Legende des Wehrschafs. Ha, ich habe das Gefühl, ich habe das hier schon mal alles durchgemacht. Ne? So. Und jetzt gehen wir... Ja, genau. Und jetzt... würde ich sagen, gehen wir die Gräber hier oben lassen wir mal alle in Ruhe. Ja, gehen wir direkt zu dem. So nichts enthalten, außer die zwei Truhen, aber die kriegen wir eh nicht auf. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem Wahnsinnigen direkt. Da ist er. Okay, weiter. Ich gehe mit Bertha Trevor, weil. Ja, bring dich mal mit denen noch in Sicherheit, also irgendwo anders hin. Ja. Dann starte ich das Ganze. Kannst du Woolcraft wechseln, bevor du das startest? Weil der ist ja nicht im Gespräch. Das heißt, du kannst den mal aus der Sicherheit bringen. Den bringen wir mal. Ja, aber nee, ich würde eher sagen, wir teilen uns irgendwie auf ein bisschen. Oder warte, ich stelle mich auch hinter dem, weil die sind ja nicht bei ihm aufgetaucht, oder? Doch, die sind ja einmal rundherum aufgetaucht. Dann würde ich sagen, stell du dich mal hier so ein bisschen mittig, da wo ich gestanden habe, da wo das Wasser ist. Weil ich stehe hier mitten im Öl und Gift. Oder so. Okay. Hey, also gut. Du dort. Ja, dort reparier dich mal. Warum? Was machst du? Ja. Okay. Ist okay. Los? Ja. Los. Genau. Sie läuft noch. Ich lauf noch. Warum bleib ich denn stehen? So, okay. Bop. So, da sind sie. Wolfgraf. Auf den Heini hier. Sehr schön. Und nochmal auf den Heini hier. Gut. Und mal lassen. Caroline.
Nicht so, schlagen, denk dran, ich lasse zuerst den Regen. Ich laufe jetzt einfach hier weg. Genau. Mach nämlich zuerst den Regen und dann sind die überwiegend aus. Sehr schön. Ja, heute werden wir nicht sterben mehr, ich hoff's doch mal. So, und dann bleibe ich einfach mal stehen. Genau, Berdot. Kann schon mal hier hinten hinschießen, in die Ecke. So ein oder zwei Pfeile. Guck mal, da haben wir direkt schon einige weg. Ja, ich unten. Mach mir hier unten die schön. Genau. Bam, 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 bam. Wunderbar. So, und dann laufe ich dann ein bisschen... komm, 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 komm. Dahin. Ein bisschen von dem grünen Fass da weg. Genau. So, jetzt ist der dran. Er hat sich jetzt das Feuerschild angemacht. So, dann lassen wir es mal regnen. Und dann gehen wir... Können die auf jeden Fall nicht mehr explodieren. Haha. So, sehr schön. Dann lassen wir ihn mal einfrieren. Sehr schön. Und haut er nämlich nicht mehr ab. Viel besser, als ob wir die Zukunft gesehen haben. Ja, ja, so, so, so. Können in die Zukunft schauen, ne? So. Aber diese kleinen Bombenviecher da sind echt nervig. Okay. Ach, vor allem die treffen halt nichts, dadurch, dass sie nicht explodieren können. Ja. So, okay. Er läuft jetzt dahin. Okay. Ja, du kannst halt keinen wirklich angreifen. Ah, doch, den kannst du ja angreifen. Genau. So, Berdotre schießt man jetzt nochmal einen Explosivfall. Aber geh vorher ein bisschen weg mit dir. Oder so? Ich will. Nee. Komm, komm. Nein, die will ich nicht. Weil, ja, ansonsten hätte ich gesagt, geh ein bisschen weg und versuch die drei, wo direkt bei dir sind, in den Radius zu kriegen. Weil ich werde nämlich jetzt versuchen, nachher einen Feuerball zu machen und hier den Großteil auszulöschen. Okay. Komm, zweimal schießen. Das war ja so gut wie alle. Und ich kann noch einen schießen. Ja, dann brauchst du noch auf die hier. Genau. Aber Feuer frei. So. Yay. Geschafft. Jetzt müssen wir nur warten, bis das Gift und der ganze Scheiß weg ist. Sonst explodiert nämlich irgendwas. Ich wette drum. Boah, das ist noch ein altes Faustmesser. Das holen wir mal mit. How to speak Troll Zombie Edition. Aha. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Buch ist. Trolli sprechen leicht gemacht. Zombie Edition. Aha. Ihr müsst den Trollzoll an mich entrichten. Eure Handlungen missfallen mir sehr. Ich verstehe, dass Trolle Zölle kassieren müssen, aber Zombies sind doch bestimmt davon ausgenommen. Der Tod steht euch gut zu Gesicht. Jemand an eurer euren Aussehen sollte seine Zeit nicht mit einem Treiben von Zöllen verschwenden. Ich reiß euch den verdammten, vergammelten Schädel ab und spiele damit Fußball. Krump! Vielleicht habt ihr recht, ihr dürft passieren. Krump, krump, krr. Ah. Zum Teufel mit dem Gold, ich werde euch töten. Krump! Seid gegrüßt. Graf, Graf, nehmt diese Münzen, 100 sollten reichen. Was zur Hölle? Genau das. Ach ja. Okay, so, weiter.
Ansonsten haben wir nichts mehr. Da liegt noch ein bisschen Gold rum, aber ich will nicht in das Gift reinlaufen. Das sollen wir später. Ja, genau aus dem Grund. Aber jetzt komme ich besser an das Gold ran. Wunderbar. Ach, Junge, was tust du schon wieder? So, einmal. Heilung. Danke. So, kommt jetzt gleich nochmal Heilung. So, was haben wir denn hier um die Gegend? Da geht so ein weg von der Kirche und einer zu der Kirche. Dann auf zu der Kirche. Aber in der nächsten Folge, diese ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da. Auch natürlich sehr gerne ein Abo, wir würden uns drüber freuen. Natürlich genauso, wie wir uns über Kommentare freuen. In diesem Sinne hoffen wir, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Bis dann, ciao. Ciao.